würde sagen, Stephen Shore ist vielleicht einer der wichtigsten, wenn nicht der wichtigste amerikanische Fotograf der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ja, man sieht ja schon eingangs hier in der großen Retrospektive, dass Stephen Shore anfängt mit sehr konzeptuellen Arbeiten, also sehr analytisch. Deswegen würde ich auch schnappschussartige Fotografie immer versuchen zu relativieren. Also ich glaube, es gibt da auch schon einen sehr analytischen Ausgangspunkt, auch über Fotografie nachzudenken. Und Stephen Shore ist einfach jemand, der, glaube ich, in allen seinen Arbeiten immer sehr stark reflektiert hat, was er vorher sich ausgedacht hat, wie er es umsetzt und wie er die Arbeiten dann editiert. Und ich glaube, in diesem Dreiklang liegt irgendwie auch die Stärke dieses Oeuvres. Für die Ausstellung haben wir auch nicht nur die neuesten Arbeiten, die als gerahmte Prints an der Wand hier zu sehen sind, in die Ausstellung integriert, sondern wir haben auch eine Projektion gemacht, wo Instagram-Arbeiten gezeigt werden. Und ich glaube, da sieht man am stärksten, wie Stephen Shore arbeitet. Also es geht immer um einen Stephen Shore-Stil mittlerweile. Und das ist auch das, was er mir gesagt hat: Ich mache ein Foto, das nach Stephen Shore aussieht.